Deutschlandfrage vor dem Reichstag gestellt. Königsberg, andere Ost- und Westgebiete müssen wieder an Deutschland abgetreten werden. Die Russen sind Barbaren und in Frankreich herrscht Chaos. Die können kein Land regieren. Diesen Kommentar hinterließ vor wenigen Tagen ein Pseudoprofil unter einem Beitrag auf meinem YouTube-Kanal. Für mich keine Überraschung. Und schon lange kein Grund mehr, in Erregung zu geraten. Denn derartige Kommentare und derartig Überzeugte sind kein Einzelfall in Deutschland. Die Stimmen, die eine Revidierung der Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges fordern, werden mehr und mehr, lauter und lauter. Interessant ist allerdings, dass die Formen, wie eine Revidierung gefordert wird, vielfältiger geworden sind. Die einfache Formel, wie sie 1938 galt, Heim ins Reich, wird auch heute als Ziel angestrebt. Das Selbstverständnis der Ostpreußen als solches, die ostpreußische Identität und das Bekenntnis zu ihr sind wichtig. Das Gesetz stellt für die Eigenschaft der deutschen Volkszügigkeit in erster Linie auf das Bekenntnis ab. Und erst in zweiter Linie auf objektive Tatsachen, die das Bekenntnis bestätigen. Die Verpackung dieser Forderung ist aber eine andere. Es werden Begriffe wie Völkerfreundschaft, deutsch-russische Freundschaft, deutsch-russisches Friedenswerk strapaziert und viele andere mehr, um letztendlich doch nur zu fordern: Ostpreußen heim ins Reich. Diese Vertreibung ist das Trauma Deutschlands. In diesem Zusammenhang und im Zusammenhang mit zurzeit geführten Diskussionen ist mir wichtig, dass der Krieg und die Verbrechen der Nazis keine zwingenden Ursachen der Vertreibung der Deutschen gewesen sind. Ich möchte mit allem Nachdruck und aller Deutlichkeit dem Standpunkt entgegentreten, dass die Deutschen am Ende noch schuld an ihrer eigenen Vertreibung seien. Sie meinen, es sind vereinzelte Gestrige? Man kann diese Leute nicht ernst nehmen? Nun, die Landsmannschaft Ostpreußen sollte man schon ernst nehmen. Und man sollte auch andere ernst nehmen und nicht unbedingt als Spinner bezeichnen. Nun, Adolf Hitler hat man auch nicht ernst genommen, als er begann, die Sudetendeutschen heim ins Reich zu holen. Ein Angebot gemacht. Es ist nichts anderes als die Realisierung dessen, was er selbst schon zugesehen hat. Er hat jetzt in seiner Hand Frieden oder Krieg. Er wird dieses Angebot jetzt akzeptieren und den Deutschen endlich die Freiheit geben. Oder wir werden diese Freiheit uns jetzt holen. Nun, die Reichsbürger hat man in Deutschland auch nicht ernst genommen, als sie eine weiße Linie als imaginäre Grenze um ihr Haus gezogen haben. Bis einer einen Polizisten ermordete. Und nun steht ein einzelner Spinner. Obwohl, wer sagt uns, dass es wirklich ein Spinner ist? Vor dem Reichstag im Stadtzentrum von Berlin und meint, die Deutschlandfrage sei nicht geklärt. Und schwenkt neben der russischen Staatsflagge auch die Ostpreußenflagge. Und die gekreuzte Russland- und Ostpreußenfahne ist Entnazifizierung. Das ist Völkerfreundschaft, meint der Redner. Das ist Entnazifizierung, das ist Völkerfreundschaft, Konvention Tauroggen 2.0. Wieso ist das Entnazifizierung und Völkerfreundschaft? Das habe ich nicht verstanden. Und dieses Symbol der gekreuzten Fahnen bedeutet Tauroggen 2.0. Auch das habe ich nicht verstanden, denn Tauroggen war eine Konvention im Jahre 1812 zwischen Russland und Preußen gegen Frankreich. Und dann erinnert der Redner vor dem Reichstag im Stadtzentrum der deutschen Hauptstadt Berlin, dass Russland das nördliche Ostpreußen verwaltet.
Es ist wichtig zu verstehen, dass Russland, also es heißt die Russische Föderation, Ostpreußen verwaltet. Die verwalten bis zum heutigen Tage das nördliche Ostpreußen, Kaliningrad, Königsberg. Und dann meint er, dass da irgendetwas nicht geklärt ist. Das bedeutet ganz einfach, ihr Lieben, wenn das so ist und das bis heute nicht geklärt ist. Auch das habe ich nicht verstanden. Was ist da nicht geklärt? Und es gibt Veröffentlichungen bundesdeutscher Medien, dass Hans-Dietrich Genscher das abgelehnt hat, käuflich Ostpreußen zu erwerben. Für ungefähr 40 Milliarden D-Mark, Originalton, das bezahlen wir aus der Portokasse. Vermutlich meint er wohl, wie man seinen nachfolgenden Worten entnehmen kann, dass, wenn schon Ostpreußen nicht für 40 Milliarden D-Mark 1990 gekauft werden konnte, man die Frage heute mit anderen Mitteln entscheiden muss. Und dann wird er deutlich. Es ist die Aufgabe, die Deutschlandfrage zu platzieren. Und natürlich die Lösung. Wie die Lösung aussieht, die Antwort blieb der Redner schuldig. Das heißt, es ist unsere Aufgabe, genau diese Deutschlandfrage zu platzieren. Und die Lösung. Und während deutsche Polizisten der Veranstaltung den Rücken zeigen, erinnert er an irgendwelche Heimat- und Friedensprogramme, die unter den Teilnehmern an dieser Veranstaltung verteilt worden sind. Und jeder, so formuliert der Redner, soll sich durch eigene Taten in einen imaginären Heimat- und Friedensprozess einbringen. Und dazu habt ihr alle Aufkleber gekriegt mit dem Heimat- und Friedensprogramm, was eine Anregung ist. Und ich denke mal, wenn wir die Verantwortung wahrnehmen, der Völkerfreundschaft statt Lippenbekenntnisse, dann werden wir nach diesem Tag, wenn wir alle nach Hause fahren, jeder Einzelne sich in die Befreiung durch eigene, selbst und ständige Taten einzubringen. Das sieht dann vielleicht so aus, dass man an Königsberger Kaffeefahrten teilnimmt und schaut, ob man in den dunklen Wäldern und kristallenen Seen Ostpreußens vielleicht ein deutsches Dörfchen, ein deutsches Dorf, eine deutsche Stadt errichten kann. Dann zieht man eine weiße Linie und schießt auf russische Polizisten, die versuchen, diese Linie zu überschreiten. Muss man sich Sorgen machen um die Sicherheit Kaliningrads? Meine nächsten Beiträge werden zeigen, wie real die Sorgen sind, die man sich in Kaliningrad um das Thema Germanisierung macht.